Das Schuka-Adler-Rätsel ist gelöst. Und wir kümmern uns um die weiterführende Mission Sequenz 13, Erinnerung 4. Schlafende Tote wecken. Wir schauen uns erstmal das Intro an. Leon? En garde! Ein Chakram aus Indien. So ein gerissener Dieb. Ich hab die beiden anderen gefunden. Und was passiert nun? Keine Ahnung, sag du es mir. Ein Licht gegen die Dunkelheit. Verschwinde, das ist geheim. Warte. Sieh mal. Eine Karte der Höhlen. Das sehe ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, merde. Leon. Neues Ziel, wir sollen die Krypta untersuchen. Hallo, mein Freund. Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, wo die ist. Aber der nette Mission Marker zeigt uns den Weg. Auf dem Weg dahin räume ich auch gerne ein paar Gegner aus dem Weg. Das müssen wir natürlich nicht tun. Aber schaut euch die Gegner mal an. Die sehen so aus, als hätten sie es nicht anders verdient. So. Bam. Und jetzt ist Geschichte. Ja, okay. Krypta untersuchen ist unsere Aufgabe. Sehr viel haben wir nicht mehr zu erledigen in dem Expansion Pack von Assassin's Creed. Dead Kings. Was wir heute spielen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an. Also da muss ich hingehen. Hier ist schon die Basilika. Einmal wird das Gebäude so genannt und einmal gibt es auch einen Stadtteil, der so heißt. Natürlich steht die Basilika in dem Stadtteil Basilika. Wir haben keine Aufgabe, unentdeckt zu bleiben. Daher gehe ich hier zur Sache und gehe zielstrebig zur Treppe. Ja, bis die Mission startet, kann ich eigentlich nur noch sagen, dass wir hier wieder ein Cutplay machen. Es werden verschiedene Monturen zusammengemischt, verschiedene Gameplays zusammengeschnitten. Okay, der Mission Marker zeigt es bereits an. Wir sollen weiter tiefer und na, knapp 50 Meter haben wir gleich vor uns. Aber natürlich gibt es hier auch Gegner. Ich erledige als erstes den Anführer. Woraufhin die anderen dann flüchten. Naja, nicht alle. Also hier gibt es anscheinend noch ein paar Gegner, oder? Mal sehen. Ah, siehst du, hier sind noch ein paar. Ich werde sie alle erledigen. Alles, was mir vor die Flinte kommt. Es macht einfach Spaß. Überhaupt macht mir Assassin's Creed Unity sehr viel Spaß. Ja, jetzt können wir die nächsten Gegner ausschalten und dazu. Eliminiere ich natürlich den Anführer als erstes. Aus dem Versteck heraus benutze ich die Armbrust. Und diese Treppe, die wir hier sehen können, die zählt als erhobener Posten. Wir können damit ein Attentat ausführen. Wir können über die Treppe springen.
Das ist ziemlich cool. Finde ich richtig geil. Ja, anhand meiner Waffenliste könnt ihr sehen, dass ich nicht die passenden Gürtel angelegt habe. Ich habe zu wenig Materialien bei mir. Bitte. Nicht genug Vorräte und deswegen muss ich auch ordentlich plündern. Aber ich versuche wie immer das Ganze ein bisschen vorzuspulen, damit es nicht so langatmig wird. Okay, dann gehen wir zum nächsten Abschnitt und schauen uns eine Einführungssequenz an. Und dann bekommen wir eine neue Aufgabe für 100% synchron. Was ist? Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Los, B-Lines. Der Kommandeur will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Neues Ziel. In die Räume schleichen. Und optionales Missionsziel. Nicht in einen Kampf geraten. Das müssen wir schaffen, wenn wir 100% synchron erreichen wollen. Die Aufgabe geht übrigens sehr, sehr, sehr lange. Wir müssen noch einige Rätsel lösen. Und insgesamt für die Zeit dürfen wir nicht in einen Kampf geraten. Wir müssen also vorsichtig agieren, aus dem Versteck heraus. Ja, einiges hier bereinigen. Natürlich ist das einfacher, wenn wir bereits schon unseren Charakter ordentlich aufgeskillt haben. Ich habe erstmal den Anführer per Berserker-Pfeil verwirrt. Und cool ist das, wenn man die Giftgas-Gruppenattacke hat. Da kann man hier direkt am Anfang, wenn die Mission losgeht, bereits einiges aus dem Weg räumen. Ja, ich genieße das Treiben im Hintergrund. Ich glaube, ich muss noch mal nachlegen. Ja, so langsam kommen wir vorwärts, aber den hier kann ich von hier aus nicht erreichen. Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe gerade entdeckt, da kommt jemand die Treppe hoch. Der würde mich entdecken. Deswegen verstecke ich mich hier. Und mache ein Attentat außer Deckung heraus. Ja, und da steht noch einer auf der Treppe. Zwei sogar. Und ich kann die nicht erreichen von hier aus. Nun habe ich ein paar Möglichkeiten. Entweder ich schalte die später aus. Oder ich versuche hier noch was. Vielleicht kann man die mit den Knallkörper anlocken. Aber das funktioniert nicht von hier aus. Zumindest nicht. Das kann ich vorweg sagen und deshalb werde ich mich gleich um die Wachen auf der rechten Seite kümmern. Nein, es soll nicht sein. Also einen nochmal direkt vor die Füße. Vielleicht bringt das ja was. Ich habe ziemlich gut getroffen, aber der NPC steht dumm rum. Mit denen können wir nichts machen und deshalb
geht's weiter. Wir haben ja jetzt auch schon gut alles weggeräumt, so dass wir nicht beim Klettern von den Wachen entdeckt werden. Ja, ich habe nochmal eine Giftgasbombe ausprobiert, aber das klappt nicht. Ja, ich habe nochmal die Montur gewechselt. Wegen der Abwechslung. Okay, kümmern wir uns um die Wachen auf der rechten Seite. Berserkerpfeil ist immer eine gute Wahl. Dauert halt ein bisschen länger. Aber schockt schon und ich genieße das. Ich finde das richtig cool, wie die NPCs hier kämpfen. Jo, hier klatschen auch ordentlich die Credo-Punkte bei dem Spielstand. Und da ist auch wieder der Mission-Marker. Wir müssen nach unten. Das zeigt da ziemlich eindeutig an. Aber ich muss noch ein bisschen warten, bis die ihre Kämpfe ausgefochten haben. Dann schauen wir einfach mal zu und genießen. Bei diesem Kampf scheinen die nicht so viel zu reden, sondern stöhnen und schreien immer nur. Wenn die NPCs irgendwie dabei reden, finde ich das immer richtig cool. Da haben sie sich bei Assassin's Creed Unity echt eine ganze Menge Dialogpaletten einfallen lassen. Jo, wir kommen langsam vorwärts. Ich hätte hier auch gerne ein bisschen schneller gespult, aber dann ist der Sound so ungerade. Und ich schaue mir das immer ganz gerne an. Okay, wir haben eine ganze Menge angerichtet. Auf der Karte erkenne ich, dass hier eigentlich nur noch zwei Wachen sind. Ein Hauptmann und eine andere. Der Hauptmann hat nur noch so einen kleinen Fitzel Rest an Lebensenergie. Den mache ich mit einem Luftattentat fertig. Er bekommt den Gnadenstoß. Und dann kümmern wir uns auch endlich um das erste Rätsel. Ich bin gespannt, ob ich das gleich lösen kann oder ob ich da stundenlang dran rumfummel. Ja, dann checken wir erstmal die Lage. Okay, ich kann ein paar Fackeln sehen. Aber der Mission-Marker zeigt nach links. Ja, das ist so eine Geisterform mit Interagieren. Das tun wir mit dem B-Knopf. So. Neues Ziel. Rätsel lösen. Nicht in einen Kampf geraten. Besteht weiterhin. Okay, wir sehen hier so ein... Ah, meine Laterne ist leer.
okay. Ja, so eine Feuerstelle, Schale. Und da ist irgendwas hingeschrieben an der Wand. Okay, wenn ich ins Wasser springe, ist mein Feuer wieder aus. Aber hier ist eine weitere Möglichkeit, mein Öl aufzufüllen. Okay. Ja. Ich glaube, die Dinger heißen Kohlebecken. Wir haben einen Hinweis bekommen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ja, und ich schätze mal, das muss man hier in einer Reihenfolge anzünden. Das habe ich jetzt einmal gemerkt. Ich habe was falsch gemacht und daraufhin sind alle Kohlenbecken wieder erloschen. Ja, unter Berücksichtigung des Hinweises Vater, Sohn des Heiligen Geistes. Das erinnert mich an Jesus Christi. Der ist am Kreuz gestorben und ja, warum nicht in der Reihenfolge eines Kreuzes anzünden? Das machen wir. Das Startkohlebecken müssen wir als erstes anzünden, weil wir sonst nicht wieder zurückkommen, ohne dass unser Öl ausgeht. Denn wenn wir ins Wasser springen, ist unsere Laterne erloschen. So, da war eben ein Geräusch. Ich glaube, wir haben es geschafft, denn auf der Minimap sind keine Kohlenbecken mehr eingezeichnet oder diese Ölvasen. So, jetzt aber Startpunkt, ins Wasser springen. Nehmen wir erstmal das linke Kreuz im Uhrzeigersinn. Ja, dann nehmen wir das gegenüber. Die rechte Kreuzhälfte gegenüber. Ja, und jetzt quasi den Kopf. Jetzt ist das magische Geräusch da. Der Geist. Was für ein Apparat ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau wie die Karte. Hier haben wir alles erledigt, also geht es weiter. Wieder zurück, die Säule hochklettern. Und zur Erinnerung, ich muss auch weiterhin aufpassen, nicht in einen Kampf geraten. Auf der Map erkennen wir den grünen Mission Pointer, der genau auf der gegenüberliegenden Seite angebracht ist. Das bedeutet, ich muss hier irgendwie auf die andere Seite klettern und dabei aufpassen, dass ich nicht entdeckt werde. Und da ist schon wieder ein Hauptmann, warum auch immer. Den werde ich jetzt mal eliminieren.
Insofern wir die anderen schon hier an der Seite erledigt haben, können wir auch über die Mitte gehen und schalten direkt die Wachen vor der Tür aus. Das sehen wir hier. Naja, es kommt halt drauf an, wie man vorher gespielt hat, wie viele Wachen man aus dem Weg geräumt hat. Okay, dann machen wir an dieser Stelle weiter. Bei dem Spielstand, das hattet ihr ja vorhin gesehen, habe ich schon eine Menge abgeräumt. Das heißt, ich kann hier am Boden langlaufen, ganz ungestört. Andernfalls kann man eben vom erhobenen Posten aus die ganzen Wachen jetzt ausschalten. Wir gehen hier aber direkt zum nächsten Rätsel. Sie betreten eine Untersuchungszone. Wir haben die Chance, wieder unsere Lampe mit Öl zu befüllen. Und wieder so ein Geist im Hintergrund, den wir mit dem B-Knopf interagieren, aktivieren. Die Aufgabe in den Raum schleichen ist abgeschlossen. Geschafft. Aufgabe, neues Ziel, das Rätsel lösen. Weiterhin besteht die Aufgabe, nicht in einen Kampf geraten, um 100% Synchro zu bekommen. Und wir haben einen Hinweis. Die geheimnisvolle Leuchttinte kann mit jeder Lichtquelle aufgeladen werden. Benutzen Sie die Laterne, um versteckte Botschaften, Karten und Hinweise aufzudecken. Ja, und auf dem Boden sind 4 Plattformen angebracht. Die muss ich in der richtigen Reihenfolge antreten. Okay, Rätsel abgeschlossen. Ihr habt die richtige Reihenfolge gesehen, wobei die auch nicht immer bei mir geklappt hat. Wir haben mittlerweile eine neue Aufgabe bekommen. Wir sollen in den letzten Kartenraum schleichen und dabei ein Luftattentat ausführen. Das müssen wir tun, wenn wir 100% synchron erreichen wollen. Und das wollen wir, ganz bestimmt. Deshalb schaue ich mich hier ein bisschen um. Da ist ja auch gleich ein Opfer. Das nehmen wir. Dann zeige ich euch nochmal, wie es sich verhält, wenn man nicht alle Gegner abgeräumt hat. Wir haben zwar ein Luftattentat ausgeführt, aber die Gegner haben uns entdeckt. Das macht nichts, weil unsere Aufgabe, nicht entdeckt zu sein, mittlerweile beendet ist. Das wollte ich nochmal eben kurz hier darstellen und deutlich machen. Dann geht es weiter zum letzten Rätsel. Bei dem letzten Rätsel, da gibt es so Plattformen. Wir haben jetzt hier schon eine gesehen. An der Wand sind so Fugen angebracht. Das verrät uns schon, dass dieses Plattformding da unten zu bewegen ist. Und zwar nach oben. Ja, und hier ist wieder ein Kohlebecken und ein Geist, den wir mit B-Knopf interagieren, aktivieren können. Und dadurch starten wir das Rätsel. Na bitte. Wir erhalten wieder diesen Leuchttinte-Hinweis. Die Laterne benutzen, das machen wir am Kohlebecken. Haben wir was angezündet? Wir wissen noch nicht was und deswegen schaue ich mich am besten gleich mal um. Wir sehen so Plattformen am Boden und wir sehen so Symbole.
und Fugen an der Wand, die nach oben gehen. Ja, und in den Boden hineingelassene Säulen, die müssen wir wohl irgendwie aktivieren. Und ich glaube, wenn ich eben richtig geguckt habe, haben wir 4 Säulen. Ja, die Leuchtsymbole kann ich nicht so gut erkennen. Das ist wohl ein Stier. Da trete ich mal auf und schaue mal, was passiert. Ah, so am Block selber kann man das besser sehen, finde ich. Das ist eindeutig ein Stier. Den trete ich mal als erstes und jetzt die nächste Säule. Die erinnert mich an einen Löwen. Da muss ich 2-mal treten, bis sie ganz oben ist. Ja, und das da ganz oben kann ich von hier aus irgendwie überhaupt nicht erkennen. Ich trete erstmal auf die Plattform und schau mir das mal an. Und jetzt kann ich die Symbolik deutlicher sehen und mich erinnert das an einen Adler. Also wir hatten einen Stier, einen Löwen und einen Adler, die wir jeweils immer so weit wie möglich nach oben getreten haben. Und das ist eindeutig, irgendwie finde ich, das sieht mir wie eine Sonne aus. Ja, ich versuche halt so weit wie möglich. Die Optik täuscht. Ich glaube, ich kann noch mal treten. Ja, es geht noch einmal. Jesus, wir haben es geschafft. Okay, jetzt wird es ganz deutlich. Symbole, die Leuchtsymbole mit den Säulen in Einklang gebracht, die leuchten jetzt. Vorher waren die nur als Relief da und jetzt sind sie halt in Leuchttinte. Ich glaube, das Spiel nennt das so. Und als wir alle aktiviert haben, ist eine Säule in der Mitte des Raums heruntergekommen und ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine gute Kletterpartie nach oben hinzulegen. Die neue Säule in der Mitte ermöglicht es mir, dass ich von den verschiedenen Plattformen hin und her springen kann. Dabei ist mein Ziel, immer weiter nach oben zu kommen. Das mache ich jetzt hier auch. Wir können uns Zeit lassen, das finde ich ganz angenehm. Hier ist nicht so ein bescheuerter Counter angebracht oder sowas. Okay, da geht es wohl irgendwie überhaupt nicht weiter. Dann springen wir doch einfach mal hier rüber und gucken. Ja, hier ist noch was. Ah, okay. Das war schon. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir überhaupt hier bewirkt haben durch die Rätsel. Ach so, die ganze Säule ist hervorgekommen und verursacht einen Lichtstrahl. Da, das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Okay, Arno sagt es bereits. Wir sollen einen goldenen Schlüssel noch besorgen. Dann können wir die Tür öffnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben 100% synchron erreicht. Und wir hören uns wieder in der nächsten Sequenz 13, Erinnerung 5. Bis zum nächsten Part.